Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich eröffne die 60. Sitzung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung und begrüße Sie dazu sehr herzlich. Vor Eintritt in die Tagesordnung haben wir einem Geburtstagskind zu gratulieren, das aber leider nicht da ist. Deswegen bitte ich die SPD-Fraktion, herzliche Grüße zu berichten an unseren Kollegen Jan Plobner, stellvertretendes Mitglied hier. Herzlichen Glückwunsch. Tagesordnungspunkt Nummer 1, Beschlussfassung über die Durchführung eines Fachgesprächs zum Thema effiziente und nachhaltige Wassernutzung am 24. April 2024. Wir haben Zusagen von Sachverständigen. Einmal Herrn Michael Simon von Blue Activity und Herr Thilo Panzerbieter von WOSCH Netzwerk. Wir haben verabredet in der Obleuterunde, dass wir ohne Debatte abstimmen. Deswegen frage ich nach der Zustimmung. Wer von Ihnen stimmt dieser Verabredung zu? Die bitte ich ums Handzeichen. Das sind FDP, CDU, CSU, AfD, SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Also alle Gegenprobe, keine Gegenstimmen. Vielen Dank. Dann Tagesordnungspunkt Nummer 2, Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung. Es gibt eine Votenliste auf Drucksachen Nummer 2026-106. Von den Berichterstatterinnen und Berichterstattern gibt es keine Prüfbitten. Daher stimmen wir wie vereinbart ohne Aussprache ab. Wer stimmt für diese Votenliste? Ich bitte um das Handzeichen. Bündnis 90 Die Grünen, SPD, AfD, CDU, CSU und FDP. Gegenprobe, Gegenstimmen gibt es keine. Vielen Dank. Dann der Tagesordnungspunkt Nummer 3, Bericht aus dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Unsere Kollegin Rita Hagel-Kehl ist in dem betreffenden Ausschuss und wird uns auf den Stand der Dinge bringen. Bitte schön. Danke schön. Ja, ich mache es kurz, aber es sind natürlich Nachfragen erlaubt. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir haben ja natürlich Ernährung und Landwirtschaft spielen eine große Rolle, gerade auch im Klimawandelbereich und auch im Bereich der Treibhausgasemissionen weltweit ist dieser Bereich für 21-37% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Gibt es natürlich verschiedene Statistiken. In Deutschland circa für ein Fünftel aller Treibhausgasemissionen. Außerdem ist natürlich der Bereich auch weltweit zuständig für einen Bereich des Artensterbens, die eben durch die Landwirtschaft verursacht wird. Und 80% der weltweiten Landnutzung fällt eben auch in den Bereich der Landwirtschaft. Wir haben einen großen Verbrauch in diesem Bereich natürlich an Wasser, an Phosphor und auch an fossilen Energieträgern. Man denke zum Beispiel an den Diesel für die ganzen Traktoren. Da sind wir ja auch in dem Bereich unterwegs, dass wir sagen, da müssen wir umstellen. Aber da ist die Entwicklung, die Technik gibt es bereits, aber die Entwicklung ist eben noch immer etwas hinterher. Und wir müssten da auch, glaube ich, mit sehr vielen Subventionen reingehen, dass wir sagen, wir wollen vom Diesel möglichst weit wegkommen. Also wie gesagt, die Hersteller haben es auf der großen Messe, die wir im Januar ja immer hier haben, also die Grüne Woche ist ja die größte Messe so weltweit, glaube ich, auch in dem Bereich. Da wurden auch sehr viele vorgestellt, technische Neuerungen, aber da müsste noch viel passieren. Außerdem gibt es Schätzungen für die externen Umweltkosten, die eben dieser Bereich auch verursacht, und die liegen weltweit bei 30 Milliarden Dollar. Also das sind die Kosten, die wir nicht tragen, sondern die eben extern entstehen. Was auch ein großer Bereich ist natürlich, ist das sozialökonomische Status, und das ist ja auch eines der Nachhaltigkeitsziele, betrifft das ja auch. Also man kann es mit einfachen Worten sagen, in Deutschland ist es so, je ärmer die Menschen sind und also je niedriger das Einkommen, desto schlechter ist auch die Ernährung, also von der Qualität her. Und wir haben gleichzeitig auch gerade in diesem Bereich, gerade weltweit, auch sehr viel an Ausbeutung im Arbeitsbereich. Das heißt also, wir wissen es auch alle, dass da sehr viele Menschen eben auch gerade im Niedriglohnbereich arbeiten. Vor allem auch bei uns gibt es ja den Mindestlohn, aber gerade wenn wir an Spanien und solche Länder denken, wo eben wirklich da aus Afrika viele Menschen auch ausgebeutet werden und in diesem Bereich arbeiten müssen. Was natürlich auch ein Treiber der Emissionen ist, ist natürlich der Transport. Also da muss man auch bei manchen Dingen drüber nachdenken. Ist es jetzt ökologisch, wenn ich eine Bio-Erdbeere im Januar aus Ägypten esse?
Also das kann, glaube ich, jeder für sich selber auch irgendwo entscheiden, wie sinnvoll so manche Dinge sind. Gleichzeitig haben wir auch in Deutschland aber auch veränderte Essgewohnheiten festzustellen. Das heißt, der Fleischkonsum geht eigentlich jährlich immer weiter zurück. Also die viele Menschen in Deutschland entscheiden sich dafür, entweder Vegetarier, Veganer oder auch, jetzt gibt es diesen schönen Begriff, Flexitarier zu werden. Also, dass man eben gezielt weniger Fleisch isst. Trotzdem liegt unser Fleischkonsum in Deutschland immer noch sehr hoch mit einem Fleisch- oder Wurstwaren mit einem Kilo pro Person und Woche. Und was dringend in unserem Bereich auch nötig wäre und was wir auch im COA-Vertrag nur angerissen haben, ist ein Nachhaltigkeitslabel, also ein Label, das dem Menschen, ein staatliches Label, das dem Menschen zeigt, wie nachhaltig ist jetzt dieses Produkt, das ich kaufe, so ähnlich wie der zum Beispiel wie jetzt mit einem Ampelsystem oder mit Buchstaben oder etwas Ähnliches, wie wir es gerade im Tierwohlbereich machen. Das ist ja auch ein großes Thema, dass wir eben auch hier mehr Tierwohl momentan wollen und dass das eben auch ausgezeichnet wird mit einem Label. Und das ist eben auch ein Thema, das ich auch mit betreue und wo mir eben auch viel dran liegt, dass man zumindest die Verbraucherinnen und Verbraucher befähigen kann, damit sie eben auch sehen, ist das jetzt nachhaltig, was ich kaufe, wie ist mein ökologischer Fußabdruck. Weil essen und trinken müssen wir natürlich alle, das ist ganz selbstverständlich und darum betrifft es uns ja auch alle. Aber dass ich dann eben auch bewusste Entscheidungen treffen kann, ist das jetzt ökologisch, ist das, richte ich damit auf der Welt irgendwelche anderen Probleme an und wie ist auch gerade der klimatische Fußabdruck, das ist ja auch noch so ein Thema. Also von daher ist da gerade in unserem Bereich auch, glaube ich, noch viel zu tun und ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wie gesagt, Nachfragen sind natürlich jederzeit erlaubt. Das ist jetzt nur, soll nur ein kurzer Abriss sein. Ja, vielen Dank. Genau darum geht es auch. Ein kurzer Abriss. Wir haben keine Aussprache in dem Sinne verabredet, aber wenn es Verständnisfragen, inhaltliche Fragen gibt, dann wäre jetzt Gelegenheit. Herr Glaser. Also ich würde vielleicht, weil das ja ein relativ einfacher Sachverhalt ist, mit dem wir alle konfrontiert sind, mal die Frage stellen. Wir haben ja nach wie vor das Bevölkerungswachstumsthema global. Wir werden an die 10 Milliarden kommen, ist zumindest einigermaßen gesichert von der UN. Wir sind jetzt bei 8. So, damit haben wir in der Nahrungsproduktion, egal welche Varietät ich nehme, eine Zuwachsnotwendigkeit und damit auch eine Flächeninanspruchnahme-Notwendigkeit. So, um in diesem einfachen Paradigma mal zu bleiben, wie kommen wir in dieser Falle sozusagen weiter, jenseits dieser doch sehr allgemeinen Aussagen, die uns ja alle schon lange begleiten, das ist an niemanden ein Vorwurf, sondern es ist einfach feststellend. Danke schön. Vielleicht kurze Einordnung und genau, kurzer Sachstand aus dem Ausschuss. Also ich halte nichts davon, wenn oft gesagt wird, da müssen wir in Deutschland noch viel mehr produzieren auf unseren Flächen und müssen wir die noch viel mehr ausbeuten, sondern ich glaube, man muss wirklich darauf achten, dass man die Welt befähigt, dass sie sich selber ernähren kann. Ich war zum Beispiel mit dem Ausschuss in Kenia und Sambia und da haben wir gesehen, dass die durchaus fruchtbare Böden haben und dass die aber den Umgang damit nicht kennen. Da gab es vorher Kolonien von anderen Ländern, also da waren wir jetzt ausnahmsweise nicht schuld, aber wir waren ja auch koloniale Mächte und da wurden die Menschen eben nur mehr befähigt, damit sie möglichst viel Baumwolle, Tee und Kaffee produzieren und gleichzeitig vom Maisbrei essen, was die Ernährungssituation dort unten zwar, also die sind zwar satt dann, aber nicht eben mit den Nährstoffen versorgt, die man eben als Mensch braucht oder gerade auch die Kinder zum Aufwachsen. Und wir haben es gesehen, da macht die GIZ Programme und lernt denen, wie sie mit Kompost arbeiten können. Und siehe da, plötzlich sind die Böden fruchtbar. Oder ich war in Ägypten und habe mir Sekem angesehen. Kann ich nur jedem raten, wenn jemand mal nach Ägypten fliegt, in der Nähe von Kairo, mitten in der Wüste, ein Projekt von einem Ägypter mit halb österreichischen Wurzeln, eine Universität und eine Riesenlandwirtschaft auf biologische Art und Weise, mit Wasser aus dem Boden, mit super Bedingungen und wo man eben auch den Boden so bearbeiten kann. Also gerade auch Kenia, die ja früher darauf gesetzt haben, dass sie den Kunstdünger bekommen und das jetzt eben verteuert war durch die Situation, durch den Ukraine-Krieg. Also es hängt ja alles zusammen.
dass man eben sieht, dass plötzlich mit anderen Mitteln viel mehr produziert werden kann. Und gleichzeitig müssen wir auch sagen, wenn man viel Fleisch isst, also die Fleischproduktion, die Veredelung durch die Tiere sozusagen, da brauchen wir 5-mal so viele Pflanzen, als ob wir selber die Pflanzen essen würden. Also es geht nicht bei Grasland und deswegen brauchen wir auch nach wie vor, also gerade in bestimmten Bereichen, wie es bei mir in den Bergen ist, da brauchen wir Weidehaltung und sowas, aber 5-mal so viele Pflanzennahrung kann man produzieren auf der gleichen Fläche, als ob man für ein Tier eben etwas produziert, das dann eben vom Menschen gegessen wird. Also da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten und ich glaube, da müssen wir auch weltweit, auch wir mit als Deutschland mitarbeiten, weil die Erde eben auch eine Kugel ist und keine Scheibe und darum uns die Emissionen und die Problematiken auch betreffen. Da wir keine Aussprache im engeren Sinne verabredet haben, wäre meine Frage an Frau Rudolph und Frau Ganserer, die sich beide zu Wort gemeldet haben, ob wir das in einen Tagesordnungspunkt in einer anderen Sitzung schieben können oder ob es sich relativ schnell abarbeiten lässt. Dann würde ich um kurze Beiträge bitten. Frau Rudolph und Frau Ganserer. Herr Vorsitzender, ich bemühe mich, aber wenn wir hier schon debattieren und auch grundsätzliche Fragen aufgreifen, dann muss man vielleicht auch 2 Minuten antworten können. Ich würde das Problem vielleicht noch mal vom anderen Ende adressieren. Also Zunahme der Kapazität für eine Nahrungsmittelproduktion ist ja der eine Weg, Bevölkerung auf die andere Art und Weise zu adressieren und über Ursachen des Bevölkerungswachstums zu reden und über solche Dinge wie Zugang zu Familienplanungsmöglichkeiten, zu reproduktiver Selbstbestimmung und letzten Endes auch dazu ein gewisses Wohlstandsniveau zu haben, was eben eigentlich der beste Schutz vor einer Zunahme der Bevölkerung im Sinne des Druckes gibt, dass jede Familie 9 bis 10 Kinder kriegt, weil so eine Absicherung auf lange Sicht aussieht, was dann verständlich ist. Und das kann man aber, finde ich, dann auch nicht guten Gewissens machen, wenn man auf der anderen Seite gegen jede Form der Entwicklungszusammenarbeit mobilisiert. Diesen Widerspruch wollte ich einfach nur ganz kurz aufzeigen und ansonsten vieles nochmal bestätigen, was ja auch der Bürgerrat Ernährung so unterstrichen hat, wie Frau Hagel-Kehr es schon ausgeführt hat. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für die Kürze der Stellungnahme. Frau Ganserer. Nur ganz kurze Frage. Wir haben die Situation schon, dass durch Corona und nach Corona die Zielerreichung in vielen Bereichen der Agenda 2030 eher einen Rückschlag erlebt haben. Jetzt haben wir dann seit 2 Jahren diesen fürchterlichen Angriffskrieg, den Putin ja nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Gas, mit Desinformation und vor allem mit Getreide bzw. mit dem Hunger dieser Welt führt. Was hat da der Landwirtschaftsausschuss die letzten Jahre getan? Was können wir da tun, um das Thema Ernährungssicherheit trotz dieser Situation auch weltweit auch ja, mit zu unterstützen von deutscher Seite aus? Ja, eine kurze Beantwortung. Also die Thema in Getreidelieferung beschäftigt uns, hat uns teilweise, glaube ich, jede zweite Sitzungswoche beschäftigt, auch im Ernährungslandwirtschaftsausschuss. Also es ist natürlich ein großes Thema. Es kommt Getreide aus der Ukraine mittlerweile. Müssen wir auch aufpassen. Die Polen und andere Länder sind da auch vorsichtig, weil die dann sagen, ja, dann bekommen wir billiges Getreide da rein und wir brauchen es eigentlich für Afrika zum Beispiel oder auch, ich weiß zum Beispiel, ja, gehört auch zu Afrika, Ägypten und solche Länder eben, die wirklich abhängig sind davon. Also ich habe auch mit Ägypten jetzt im Speziellen, weil ich da Beziehungen dazu habe, also parlamentarischer Art, habe ich gesprochen. Also es hat funktioniert, es funktioniert auch, dass sie eben ihr Getreide bekommen. Und wie gesagt, man muss eben gerade mit Entwicklungszusammenarbeit daran arbeiten, dass die Länder eben auch selber ertüchtigt werden und dass sie selber eben auch produzieren können, weil die Böden sind nicht, also man stellt sich das immer so als Deutscher vor, also ich war überrascht in Kenia, wie fruchtbar eigentlich und was für tolle Böden die da haben in größten Teilen oder in Sambia. Und da muss man eben auch wirklich viel machen und besonders müssen wir in Afrika auch die Frauen ertüchtigen, weil meistens sind es die Frauen, die die Familien ernähren. Also das ist jetzt dann immer dieser Begriff, der ein bisschen in den bisschen schräg begriffen wird, dieses feministische Außenpolitik. Aber genau die ist es eigentlich, die Frauen befähigt, damit sie ihre Familien ernähren können, weil dort sind es eben die
Frauen, die die Kleingärten dann machen, die auch die Landwirtschaft haben, die aber meistens noch nicht einmal das Recht haben, dass sie eben das Land besitzen. Also das ist auch so ein Problem. Und dann aber damit eben wirklich dafür sorgen, dass die Familien ernährt werden und dass man auch so etwas Ähnliches, wie es in Deutschland gibt, so ein 1000-Tage-Programm, also dass man ab der Schwangerschaft dafür sorgt, dass die eben auch wirklich die Nährstoffe und so etwas haben, damit diese Menschen auch, wenn sie, also dass die eben auch die normalen Entwicklungschancen haben wie wir, weil dazu ist eben, das kann der medizinische Bereich, der Gesundheitsbereich wahrscheinlich besser erklären als ich, damit ist eben wirklich auch gewährleistet, dass die Menschen sich so entwickeln können, dass sie eben auch gut leben, überleben und auch leistungsfähig sind. Ja, vielen Dank. Ich schaue jetzt mal in die Runde. Ich habe noch eine Wortmeldung von Frau Menge gesehen. Wenn es keinen Widerspruch gibt, würde ich an der Stelle die Redeliste wirklich schließen. Dann machen wir noch Frau Menge mit Antwort durch Frau Hagel-Kehl und dann haben wir den Abschluss. Bitte schön. Ich möchte eigentlich nur ergänzen, dass wir uns auch im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen und dass sich da trifft, was auch in einer ganzheitlichen Arbeit möglich ist, auch gerade durch eine Bodenbearbeitung, durch eine Kompostierung, durch vor allen Dingen auch den Schwerpunkt auf regionale Sorten oder die Rückkehr, muss man ja schon sagen, zu regionalen Sorten, zu wesentlich resistenteren Sorten wie Hirse und anderen, dass das in den Projekten, die in der Entwicklungszusammenarbeit finanziert werden und damit auch genau das befördert wird, um die Ernährungssituation hinzubekommen, dass das sehr gut läuft. Und damit erreichen wir übrigens auch in diesen integrierten Projektansätzen unter anderem auch viele Kinder, die aufgrund einer sehr einseitigen Ernährung Mangelerscheinungen haben und durch das Angebot Ernährung, Gesundheitserziehung und auch Bildung zusammenzubringen, sodass gerade auch da im Agrarsektor ganz, ganz viel möglich ist. Ich würde das nur noch mal gerne bestätigen wollen aus der Sicht meines Ausschusses. Ja, herzlichen Dank. Das war jetzt keine Frage. Trotzdem noch mal eine Reaktion oder können wir das so stehen lassen? Können wir so stehen lassen. Okay, wunderbar. Ein herzliches Dankeschön. Wenn sich weitergehende Fragen ergeben, das kann man natürlich immer über die Obleute auch als ordentlichen Tagesordnungspunkt, als Anlass für ein Fachgespräch oder Ähnliches anbieten. Denn es gibt natürlich zahlreiche Aspekte, die dazugehören. Insofern vielen Dank für diesen sehr prägnanten Einblick. Damit schließen wir den Tagesordnungspunkt Nummer 3 ab, kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer 4 Verschiedenes. Hier habe ich nur mitzuteilen für die anstehende Delegationsreise nach Dänemark und Finnland, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon hoffentlich informiert sind, dass es morgen noch mal eine Rücksprache gibt mit der deutschen Botschaft in Kopenhagen. Wir haben inzwischen von Kopenhagen und von Finnland noch mal ein detaillierteres Programm geschickt bekommen. Das wird verteilt noch mal an alle. Und wer dann morgen früh um 9 Uhr Zeit hat für eine WebEx-Konferenz, ist herzlich eingeladen. Da gibt es noch mal die Gelegenheit, auch Richtung Kopenhagen Fragen zu stellen und letzte Dinge zu klären. Das wäre es von mir über Verschiedenes. Gibt es von Ihnen Verschiedenheiten? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Sitzung und wir verfahren wie üblich kurze Unterbrechung und dann folgt die nächste Sitzung. Vielen Dank.